Last-Minute-Bale-Review. Zuerst die negativen Punkte. Sein Dribbling fühlt sich nicht so gut an, also er wirkt in-game unbeweglich, sein Schuss von außerhalb des 16ers kommt nicht so wuchtig und er hat einen schlechten Abschluss mit dem Rechtsfuß. Die Gareth Bale SBC bringt aber viel mehr Positives mit. Er ist ein Kopfballungeheuer, hat den Bodytype unique, hat sehr gute Arbeitsraten, ist auch vielseitig einsetzbar auf dem Feld, also kann er als Linksverteidiger, rechtes Mittelfeld oder gar als Stürmer funktionieren. Sein KI-Verhalten ist in der Offensive sehr gut, in der Defensive nur gut. Deswegen empfehlen wir, Bale eher in der Offensive zu spielen, da er auch eine Wahnsinns-Pace hat und vielen aktuellen FUT-Karten mit Leichtigkeit wegsprinten kann. Außerdem ist Gareth Bale einfach ein Freistoßgott. Schaut euch mal diese Freistoßtore an. Insgesamt würde ich dann die Ingame-Werte nur ein bisschen anders anordnen als seine normalen Werte. Von der Preis-Leistung her ist es eine klare 10 von 10, da der Preis sehr fair angesetzt ist und man eine mega geile Karte bekommt. Also schließt unbedingt vor 19 Uhr noch diese Gareth Bale SBC ab. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!